Auf unserem Roadtrip durch Deutschland sind wir mit unserem Dachzelt in den Harz gefahren. Wir zeigen euch jetzt die schönsten Sehenswürdigkeiten. Teuflisch, mystisch und wie verhext geht es auf dem Hexentanzplatz Thale zu. Da steht sogar so manches Haus auf dem Kopf. Wir gehen jetzt dem nach und laufen zum Aussichtspunkt des Hexentanzplatzes. Und da bleibt uns gleich die Spucke weg. Dieser Canyon ist atemberaubend. Kein Wunder, dass das Bodetal auch der Grand Canyon des Harz genannt wird. Das könnte so jetzt auch in den USA sein. Der Name Hexentanzplatz kommt daher, dass die Menschen früher an diesem Ort Angst bekamen. Es musste Hexenwerk sein, ein Kultort. Dass es sich aber einfach um einen Kraftort handelt, den die Natur geschaffen hat, das konnte sich damals niemand ausmalen. Unsere nächste Sehenswürdigkeit ist der Brocken. Da wandern wir jetzt hinauf. Die kürzeste Route führt über den Eckerlochstieg, ein Feuchtgebiet. Zuerst laufen wir über Stege und dann trifft der Weg auf die Brockenstraße. Der Sendemast mit Wetterstation und Hotel ist bereits zu sehen. Hier oben weht ein ganz schöner Wind, das Klima ist kalt und schroff. Und schon stehen wir am Gipfelstein auf 1142 Metern. Der Brocken ist ein Erlebnis für Jung und Alt. Zum Sonnenaufgang machen wir uns zu einem ganz besonderen Ort auf, dem Klusfelsen. Erstmalig wurde der Felsen vor über 900 Jahren erwähnt. Seither kannst du das einmalige Naturdenkmal besichtigen. Im 15. Jahrhundert trafen sich hier die Steinmetze. Sie hinterließen ihre Zeichen im Sandstein. Darüber hinaus wurde eine Formation als Kapelle genutzt. Auch soll in der Kapelle ein Eremit gelebt haben. Diese Art der Klause ist in Deutschland einzigartig. Wir waren total begeistert von diesem Ort. Direkt neben dem Klusfelsen stehen die Fünffingerfelsen, ebenfalls sehr sehenswert. Die nächste Sehenswürdigkeit ist ebenso spektakulär wie sagenumwoben. Ein Stückchen müssen wir hinauflaufen und dann sind wir auch schon angekommen, an der Teufelsmauer. Die Teufelsmauer bei Blankenburg verrät mit ihrem Namen erneut, wie mächtig und abgefahren zugleich dieser Ort ist. Kein Wunder, so ragt diese Felsformation hier ganz alleine aus der Landschaft. Die Teufelsmauer ist übrigens das zweitälteste Naturschutzgebiet Deutschlands. Du kannst auf einem Pfad an der Teufelsmauer entlanglaufen. Die Felsen in der Landschaft sind wirklich beeindruckend. Aus jedem Blickwinkel sehen sie anders aus. Die Teufelsmauer ist auf jeden Fall ein großartiges Fotomotiv. Quedlinburg im Harz hat uns richtig verzaubert. Diese schöne Kleinstadt in Sachsen-Anhalt musst du auf jeden Fall gesehen haben. Die Altstadt mit verwinkelten Gassen und rund 2000 Fachwerkhäusern steht sogar auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Die ersten Überlieferungen zu Quedlinburg gibt es bereits seit 922. Wir raten dir, dich durch die Stadt treiben zu lassen. An jeder Ecke, jedem Fachwerkhaus, jeder Gasse wirst du tolle Eindrücke gewinnen. Hier siehst du das Rathaus und den Marktplatz. Am Rathaus steht die Figur der Roland. Für Quedlinburg solltest du einige Zeit einplanen, denn hier gibt es wahrlich viel zu sehen. Sie gilt als größter Profanbau ihrer Zeit. Die Kaiserpfalz in Goslar stammt aus dem 11. Jahrhundert. Das Anwesen war Wohnsitz der Könige und Kaiser und die am häufigsten aufgesuchte Regierungsstätte der Regenten. Sie ist Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbetitels. Die Stadt selbst hat uns mit wunderschönen Häuserfassaden überrascht. Die Marktkirche mit ihrem hohen Turm, den du auch besteigen kannst, ist ebenfalls sehenswert. Von hier oben hast du einen tollen Blick über Goslar und die gesamte Altstadt. Ein Besuch lohnt sich. Unsere nächste Sehenswürdigkeit ist das Hamburger Wappen. Es ist ein Teil der Teufelsmauer, allerdings ein paar Kilometer weiter entfernt. Die Felsformation wird auch die Drei Zinnen genannt. Am Abend kannst du hier einen tollen Sonnenuntergang erleben. Von hier oben erwartet dich ein Blick über die umliegende Landschaft im Harz. Herrlich, oder? Stufen im Sandstein führen dich hinauf auf das Hamburger Wappen. Hier hat es uns sehr gut gefallen, besonders der tolle Ausblick, der weit hinein in den Harz reicht. Übrigens gibt es hier auch einige Höhlen. Das Teufelsloch ist eine größere Höhle und wenn du hier drin stehst, bist du ganz schön beeindruckt. Ein Hauch von Norwegen im Harz. So eine Stabskirche haben wir zuvor nur in Norwegen gesehen.
Im Landkreis Goslar befindet sich die Stabkirche Hahnenklee. Sie ist aus Holz erbaut und wurde erst 1908 errichtet. Sie erinnert an Kirchen aus dem Mittelalter. Im Inneren siehst du faszinierende Holzschnitzereien. Sieht toll aus, oder? Das Holz stammt aus heimischen Hölzern im Harz. Die Marktkirche zum Heiligen Geist steht in der Bergbaustadt Clausthal. Sie ist sehr markant wegen ihrer blauen Farbe. Hierbei handelt es sich um die größte Holzkirche Deutschlands. Auch das Innere der Kirche besteht aus kostbarem Holz. Der Altar, die Kanzel, die Taufe und Orgelprospekt sind bedeutende Schnitzkünste des 17. und 18. Jahrhunderts. Von Bergleuten erbaut steht die Kirche hier seit 1642. Jetzt gibt es einen kleinen Adrenalinschub. Die Titan-RT ist eine Hängebrücke, die über die Rapp-Bode-Talsperre führt. Über 458 Meter ist sie lang. Die Betreiber nennen sie die weltweit längste Hängebrücke ihrer Art. Die Titan-RT ist jedenfalls ein großer Besuchermagnet im Harz. Von der Brücke hast du einen tollen Blick auf die riesige Staumauer der Rapp-Bode-Talsperre. Sie ist mit einer Höhe von 106 Metern die größte Talsperre Deutschlands. Der Bergbau im Harz hat eine lange Tradition. Im westlichen Harz befand sich die größte und älteste Bergbauregion für Silber, Kupfer, Blei und Zink in Europa. Heute kannst du zum Teil noch Überbleibsel von Maschinen und Wägen besichtigen, wie hier am Ottilie-Schacht. Begonnen hat der Harzer Bergbau vor 3000 Jahren am Rammelsberg. Der Rammelsberg ist das einzige Bergwerk der Welt, das über 1000 Jahre ununterbrochen in Betrieb war. Hier kannst du auf Entdeckungstour unter Tage, aber auch über Tage gehen. Ein weiterer beliebter Ort im Harz ist das Okertal, genauer die Verlobungsinsel in der Oker. Hierher kommen Familien zum Wandern, um die Landschaft zu erkunden, um über Felsen zu klettern, zum Erholen und zum Picknicken. An diesem idyllischen Ort kannst du entschleunigen und dich richtig gut ausruhen. Merke dir diese märchenhafte Gegend im Harz. Einer der schönsten Orte im Harz ist in unseren Augen der Oderteich. Er hat sich in den letzten Jahren regelrecht zum Insta-Spot herauskristallisiert. Kein Wunder, denn der See, umgeben von einer märchenhaften Landschaft, ist besonders fotogen. Von 1722 bis 1891 trug der Oderteich den Titel Größte Talsperre Deutschlands. Die Burg Falkenstein ist eine weitere Top-Sehenswürdigkeit im Harz. Die hochmittelalterliche Höhenburg thront erhaben auf einem Felsrücken. Die Burg liegt übrigens an der Straße der Romantik. Die Anlage wurde ab 1120 erbaut und Teile davon sind heute noch erhalten. In der Burg untergebracht ist auch eine Falknerei. Hier gibt es auch Events wie ein Ritteressen oder ein Minneturnier. Unser Tipp, bei Regen entdeckst du hier viele Feuersalamander. Wernigerode überzeugt mit wunderschönen Fachwerkhäusern. Das mittelalterliche Rathaus ist definitiv ein Blickfang. Direkt davor steht der Wohltäterbrunnen. Ihn gibt es seit 1848. Leckeren Kuchen findest du im Café Wien. Und auch sonst solltest du dich durch die Stadt treiben lassen. Wernigerode ist wirklich sehr schön. Wir hoffen, euch haben unsere Sehenswürdigkeiten im Harz gefallen. Und für weitere Informationen schaut doch einfach auf unseren Blog www.phototravelers.de.